2. Mai 2022, Nutzer von Microsoft 365 Apps erhalten künftig monatlich statt halbjährlich App-Updates. Sie werden als kumulative Updates am zweiten Dienstag jedes Monats verteilt. Offenbar will Microsoft den Update-Zyklus für Microsoft 365 Apps von 6 Monaten auf monatlich ändern. Das berichtet WinFuture unter Berufung auf den IT- und Windows-Blog von Günter Born. Mitte vergangenen Monats sollen erste Unternehmen von Microsoft benachrichtigt worden sein. Für Unternehmen, die Microsoft 365 Apps verwenden, aber nichts tun, sollte der Übergang automatisch erfolgen. Kumulative Updates werden am zweiten Dienstag jedes Monats verteilt. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich bis zum 20. Mai im Admin Center abmelden.